Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ich bin der Neflatur und ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, was machen wir diese Folge? Wir haben ja in der letzten Folge hier dieses Banditenlager ausgeräuchert und da sind jetzt die Ausgestoßenen eingezogen. Und wir haben gesagt, dass wir auf jeden Fall noch hier oben dieses Panorama holen wollen. Das werden wir machen und dann habe ich überlegt, wollen wir mal die Nebenquests hier machen. Und zwar Schmach und Schmerzen und dann eventuell die Rache einer Tochter, je nachdem, wie weit wir noch kommen. Dafür müssen wir nach unten und auf dem Weg dorthin ist nochmal ein Panorama, nochmal so ein Gefäß, eine Blume und. Da machen wir mal weiter und dann, genau, das ist ein bisschen die Aufgabe für diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Und natürlich sammeln wir auf dem Weg wieder alles ein, was uns irgendwie vor den Bogen rennt und ja, rumliegt. Ganz besonders die roten Pflanzen, dass wir mal wieder unsere Lebensreserve auffüllen können. Ich sagte, dass ich Val und Zona beim Roten Echo treffen würde. Ja, ist ja in Ordnung. Also, aber das ist ja hier ganz oben, ne? Ja, na, da gehen wir ja nicht hin. Also noch nicht. Vielleicht nächste Folge. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Ein Wildschwein. Da oben noch eins. Die holen wir uns. Ja, die Feuerpfeile sind gut bei Wildschweinen. Sonst würden die alle davonrennen. Lecker. Und das muss ja nicht sein. Haben die uns bemerkt oder? Nee, kann nicht sein. Erwischt. Oh, den haben wir verfehlt. So. Mal wieder die ganzen Fleischreserven auffüllen. Und jetzt gucken wir uns mal an, was ist so ein Panorama? Hier irgendwo muss es sein. Da unten vielleicht. Nächsten rechter Teile. Tja. Tja, wo ist dieses Panorama? Wie finden wir das? Wie wird uns das angezeigt? Uns ja gesagt, es ist irgendwo 16, ne? Jetzt sind wir schon wieder dran vorbei, ne? Da geht irgendeine bedrohliche Musik los, Leute. Ich glaube, wir begeben uns hier in Gefahr. Ah, da ist da oben kurz. Ja, genau, da ist es. Wunderbar. Müssen wir auf den Felsen hochkraxeln. Sind da die Haltegriffe? Nanu. Noch eine Nachricht aus längst vergangener Zeit. So, was haben wir denn da? Panorama zugreifen. Ah, okay. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großer.
großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Das ist cool. Mit diesem Hologramm, das sich da drüber blendet, über diese Ruine. Wo man sich das immer wieder so anschauen kann. Apokalypse-Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier... Lass uns mal da hinlaufen und uns das ein bisschen anschauen, hm? Das ist doch eine gute Idee. Ich will die Pflanze! Oder, ach, das ist das Lager gewesen, na klar. Das Banditenlager, cool. Das ist ja geil, dass so ein bisschen die Geschichte auch noch mit weiter erzählt wird. Finde ich schon sehr, sehr cool. Da unten sind ja diese Brüllrücken, ne? Aber lassen wir mal besser noch. Holen uns mal das andere Panorama da unten noch. Los geht's. So, mal alles aufmunitionieren. Das hilft bestimmt weiter. Mal gucken, ob es hier vielleicht Fische gibt. Klar gibt's da Fische. Ganzen Haufen sogar. Aber da gehen wir mal besser bis abwärts, dass sie auf uns zutreiben. Schön fest. Das ist ja praktisch. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Die Strömung hier ist echt warm. Aber weiter zum Panorama. Wir haben auch schon bald wieder unsere Leiste voll mit roten Pflanzen. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Eine noch und dann da ist sie. Oh, das ist keine gewesen. Aber hier. So, voll. Wunderbar. Und dieses komplett durchgerostete Auto. Oh, oh, oh. Rotes Licht. Feuer macht den nichts, glaube ich. Ich bin noch voll ausgewichen.
Heute bin ich irgendwie nicht so treffsicher. Erwischt. Ja, das hat uns zwar jetzt wieder eine ganze Menge von unseren Reserven gekostet, aber gut. Dafür haben wir 3 Plünderer erledigt. Das hält sich. Das hält sich. Wir könnten auch mal wegen Modifikationen wieder gucken, ob wir da nicht mittlerweile bessere haben. Oder Langhalsgrund wieder. Oh nö, da müssen wir. Ernsthaft? Im Ernst da hochsteigen? Na gut. Wie soll man das machen? Vielleicht auch nicht. Aber der Marker, der zeigt uns schon da hoch irgendwie. Kommt man ja auch nicht hoch. Es muss da also eine Möglichkeit geben, hochzukommen, wenn wir da hoch müssen. Tja. Irgendwie sieht es für mich nicht so aus, als ob wir da hoch müssen und hochkommen würden. Ich sehe hier weder irgendwie einen Punkt, wo wir wirklich Griffe haben. Und irgendwo geben sie einem ja doch immer wieder Hinweise. Aber schön, schön die Ruine hier, wie dieser Baum mit den Ästen da hoch gewachsen ist. Das ist schon richtig, richtig gut. Langsam, langsam. Nee, schnell, ey Leute, schnell. Wir wollen das Panorama auch immer wieder aufbauen. Vielleicht ist es ja auch gar nicht da oben. Trümmer, Behälter. Also ich sehe da nichts und ich glaube, unser Fokus würde uns das da schon noch anzeigen. Entweder bin ich jetzt blind oder
Wir werden hier in die Irre geführt. Uhren. So. Da sehe ich jetzt aber auch nichts, wo man wirklich sagen würde, okay, das ist eindeutig, dass man hier hochsteigen kann. Der schnellste Weg nach unten. Der schnellste Weg nach unten. Durch? Nee, kommt man nicht. Tja, Leute. Wo ist dieses Panorama hier? Kommt man vielleicht... Das könnte natürlich sein, dass wir erst auf den Langhals müssen und dann, da ist auf jeden Fall auch eine Leine, erst auf den Langhals müssen und vom Langhals dann zum Panorama, das kann sein. Was ist denn sein Weg? Ah, führt aber auch nicht dran vorbei. Leute, ich bin überfragt. Wie kommt man zu dem Panorama hoch? Ich will mich ja jetzt auch nicht die ganze Folge damit beschäftigen, da auf dieses Haus hochzukommen irgendwie. Ach, guckt mal, da. Da haben wir was gefunden. Ah ja, das könnte der Weg sein. Jawohl. Ich kraxel hier. Auch erstmal können. So. Jawohl, da oben ist es. Ah, sehr gut. Ah, das ist schon ein bisschen gefährlich hier. Wo müssen wir denn da hin? Wir können ja jetzt nicht darüber springen. Ah, hier ist die Kante. Sehr schön. Hier. Ich kann mit meinem Fokus in die Vergangenheit sehen. Apokashitstone Tour Tag 4. Kaum zu glauben, dass Metallurgic International hier sein Hauptquartier hatte. Dieser tristen alten Ziggurat. Wyatts Büro war im zweithöchsten Stock. Wenn M-Int eine Regel gegen Romanzen am Arbeitsplatz gehabt hätte, er hätte sie verfasst. Spannend. Ja. Das sind die Hütten. Das ist schon cool, wie man dann immer wieder zwischen Fokusansicht und normal ohne Fokus wechseln kann und man dann richtig auch die Struktur von den Häusern noch sieht. Das ist schon ziemlich cool. Wir kommen. Fuck. Oh, da war irgendein Loch im Boden, Leute. Oh Mann. Oh, es ist ärgerlich. Da war irgendein Loch im Boden und wir fallen natürlich rein. Ach komm. Okay. Das ist aber auch
Wir werden aber auch direkt an der Kante rausgelassen. War es das Loch hier oder? Hier, da glaube ich war es. Oh Mann. Naja, okay. Aber ist ja nicht viel passiert. Wir haben ja hier Gott sei Dank irgendwie einen Speicherpunkt bekommen. Das ist sehr gut. Jetzt machen wir das. Und dann machen wir mal die Quest. Ja, immer auf den Schritt achten, ne? Also auf den Tritt meine ich, nicht den Schritt. Nicht auf den Schritt achten, die Ruinen, sondern auf den Tritt. Obwohl es auch nie schaden kann, auf den Schritt zu achten. Jetzt müssen wir hier den Plünderer natürlich auch hier wieder ein bisschen... was gefunden. Mein Notizbuch. Ja, wie gesagt, Leute, das sind ja relativ viele. Die lese ich nicht alle vor. Es sei denn, ihr sagt in den Kommentaren, dass ich es unbedingt machen soll. Dann lese ich sie euch vor. Aber ich mache sie auf und ihr könnt ja immer pausieren, wenn ihr sie lesen wollt. Und ich scrolle dann immer so ein bisschen langsam runter. Ne? So. Okay. Also, könnt ihr ja pausieren. Verdammt. Ja, da kommt der hier hoch. Mhm. Wenn die Lorebehälter explodieren, das mögen sie gar nicht. Hilfreich. Kommen wir da rein? Leider nicht. Nicht mal mit reinrutschen. So, irgendwo muss hier wieder ein Behälter umliegen. Vorsicht da unten! Echte, wertvolle Rohstoffe. Alte Tränen. Alles ist zu weit weg. Ja Leute, wahrscheinlich schaffen wir das diese Folge gar nicht mehr. Wir haben uns bei dem Panorama jetzt so lange aufhalten lassen, bis wir das gefunden haben. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Dass wir auch mal ein bisschen die Sachen einsammeln. Wo könnte denn das sein? Vielleicht in der Ruine hier drin. Tja, es ist diese Suchaufgaben, die haben es manchmal, glaube ich, schon in sich. Mal alles sammeln will. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben jetzt noch knapp 6 Minuten. Vielleicht überziehen wir auch die ein oder andere Minute. Wir machen mal weiter mit dem Quest, weil das Sammeln, das dauert jetzt einfach ein bisschen zu lange.
Die Maschine ist schnell. Ja, aber wir halten uns jetzt nicht mit Maschinen auf. Na, vielleicht doch. Eloy, renn! So, okay, dann müssen wir uns hier abfahren. Da oben müsste ein Lager mit Traumweide sein. Da kommen wir hoch. Oh, wir müssen wieder oben kraxeln. So. Und jetzt darüber. Keine Traumweide. Keine Traumweide. Nur ein paar Scherben. So. Dann gehen wir mal zum anderen Punkt, der uns angezeigt wird. Oh, da ist diese große Herde. Mit dem Gras an. Unten bleiben. Na, guck an. Vielleicht gibt es ein Lager mit Traumweide an diesem Fliegerpfad. Alle Action hier. So, wo ist der Fliegerpfad? Auch keine. Seltsam. Jemand scheint die Traumweide in diesen Lagern gegen Scherben getauscht zu haben. In diesen Lagern ist keine Traumweide. Das wird Fia interessieren. Gut, dann müssen wir mal zurück zu ihr. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Zack. Lass mich. Ohne Pfeile. Wunderbar. So, weiter geht's. Zack, zack. Ja, mit ihr reden wollen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Was sie dazu zu sagen hat, dass wir jetzt halt auf diesen Kriegerpfaden keine Traumweide gefunden haben. Zwischen speichern und weiter. Zack. Thank you.
fast so schnell. Aber den haben wir erwischt. Ich dachte schon, die werde ich nie mehr los. So, wir quatschen mal mit ihr, mit der Via. Du bist zurück. Ich war schon an diesen Lagern. Da waren nur ein paar Scherben. Das ist seltsam. Wer würde Traumweide stehlen? Vielleicht hat John welche gesammelt. Frag ihn doch mal, wenn es dir nicht so weit ist. John? Du sagtest, ein gewisser John hat vielleicht Traumweide? Ja. Er ist zwar Einsiedler, pflückt aber für den Stamm Kräuter und braut Medizin. Allerdings lebt er westlich von Mutterkrone und die Maschinen der Region sind etwas lästig. Was für Maschinen? Plünderer. Und Sägezähne. Und Sägezähne. Sehr gefährlich. Okay. Ich werde gehen. Leb wohl. Okay, Leute. Ja. Haben uns ziemlich lange mit dem Panorama aufhalten müssen, weil wir den Weg nach oben nicht gefunden haben erst. Aber jetzt wissen wir in Zukunft, worauf wir ein bisschen achten müssen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen natürlich. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, auch über ein Abo meines Kanals. Und ich würde mich am meisten freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.